Simulatoren sind absolut in. Vom Landwirtschaftssimulator bis hin zum Powerwash Simulator. Aktuell ist der Bausimulator oder Construction Simulator 2022 erschienen. In der Mission von dem Simulator, da baut man. Klar. Aber man macht es realistisch in verschiedenen Bauetappen und fast noch wichtiger mit originalgetreuer Baumaschine. Vom Feeling her und auch vom Schwierigkeitsgrad ist es mehr Baggerfahrer am Spielplatz als Kranführer Schema. Vom Vorarlberger Familienunternehmer Liebherr gibt es gleich 15 große Geräte, Kräne, klar, aber Bagger, Betonmischer und noch mehr. Eins davon, das Drehbohrgerät LB28, stammt praktisch direkt aus dem Liebherr-Werk in Nenzing. Deshalb habe ich mir gedacht, reden wir mal drüber. Mit jemandem, der es wissen muss. Servus Wolfgang, sag, stell dich mal vor, wer bist du und was tust du? Gerne, also mein Name ist Wolfgang Pfister, ich bin Leiter Marketing bei Liebherr in Nenzing und da zuständig natürlich für viele Aufgaben, klassisch Media, Print, Web, Social, Online-Marketing. Warum kooperiert Liebherr mit dem Bausimulator und wie ist es dazu gekommen? Die Kooperation mit dem Baumaschinensimulator geht eigentlich schon viele Jahre zurück. Also die Kooperation hat bereits 2008 gestartet. Damals gab es einen Kransimulator. Das war einer der ersten Simulatoren überhaupt am Markt. Damals natürlich mit entsprechend eingeschränkten Szenarien. Es gab drei Krane, die im Spiel waren und einer dieser drei Krane war damals ein Hafenmobilkran im Übrigen, also gar keine Baumaschine, sondern ein Hafenmobilkran, der von uns ins Spiel gebracht wurde, gemeinsam mit einem Turmdrehkran und Mobilkran. Und erst später hat sich daraus eigentlich die Kooperation mit dem Baumaschinensimulator entwickelt. Wie war die Zusammenarbeit mit Astragon? Die Kooperation war insofern sehr angenehm, als die Firma Astragon damals auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir grundsätzlich Interesse hätten. Und auch wenn die Spielerwelt damals noch vielleicht noch nicht ganz die Bedeutung hatte wie heute, haben wir eigentlich schon sehr früh erkannt, dass das image-seitig sehr, sehr wichtig ist für Liebherr, weil man auch ganz andere Zielgruppen erreicht. Und da war eigentlich sehr schnell eine sehr hohe Bereitschaft von uns da, mit dem Hersteller in Dialog zu treten. Und das war von vornherein sehr produktiv. Es waren die Entwickler bei uns im Haus, haben die Geräte auch mal live getestet, waren auf den Geräten, haben Soundchecks vorgenommen. Also von daher war das sehr, sehr konstruktiv. Liebherr hat ja auch schon gute digitale Beziehungen zum Entwicklerstudio für den Bausimulator gehabt, der Firma Weltenbauer, stimmt's? Richtig. Die Firma Weltenbauer ist eigentlich der Softwareentwickler bei Astragon oder hinter Astragon. Es wird ja nicht von Astragon programmiert, sondern Weltenbauer ist quasi die Softwarefirma, die die Programmierungen macht. Mit Weltenbauer verbindet uns schon eine langjährige Zusammenarbeit. Das heißt, Weltenbauer hat eigentlich bei sich verschiedene Teams. Also Weltenbauer ist eine Softwareentwicklungsfirma auf sehr hohem Niveau und die haben natürlich sowohl Spieleteams, also Spieleentwicklerteams, die speziell auf das fokussiert sind, spezialisiert sind, aber auch Industrieteams, die sich auf so High-End-Simulationen spezialisieren. Wir haben bei uns einen Kran-Simulator im Einsatz. Da finden diese Simulationen wie im Spiel aber wirklich realitätsgetreu auf speziellen Engines statt. Also das sind so spezielle sogenannte Motion Bases, die unter dem Sitz sind, die auch wirklich die Bewegung des Geräts in Echtzeit übertragen. Also man sitzt auf dem Gerät, man bohrt und man spürt auch, also es fühlt sich an, als ob man wirklich in einem Spezialtiefbaugerät sitzt. Und diese physikalischen Prozesse, die im Hintergrund ja realitätsgetreu abgebildet werden müssen, dafür brauchen wir Spezialisten. Und da haben wir Weltenbauer auch für uns, für Nenzing, als Partner, also ist ein Lieferant von uns, schon viele Jahre. Und dieser Partner hat uns auch unterstützt, als wir vor 3 Jahren auf der Bauma, das ist die größte Baumaschinenmesse der Welt, 2019, diese Augmented Reality Welten dargestellt haben. Das waren die Industrieentwickler von Weltenbauer, die uns bei der AR, also Augmented Reality Entwicklung, unterstützt haben. Und das war eine richtig tolle Erfahrung. Und im Übrigen, vielleicht hat es der eine oder andere der Zuseherinnen und Zuseher auch schon live testen können. Wir haben das im Nachgang 2020 und 2021 auch in der Inatura in Dornbirn ausgestellt und vielleicht ist der eine oder andere auch über die Augmented Reality Anwendung bei Liebherr gestolpert. Die gibt es übrigens auch als Download in den gängigen App Stores. Also Liebherr Augmented Reality Experience ist wirklich eine tolle Erfahrung und natürlich kostenlos.
So, welche Geräteverlieber finden sich denn in einem Game? Im Baumaschinen-Simulator haben wir eigentlich alle Erdbewegungsmaschinen abgebildet, also auch Geräte, die gar nicht bei uns in Nenzing gebaut werden. Das sind zum Beispiel der klassische Mobilbagger oder der Raupenbagger, also Geräte, die man eigentlich bei jeder Hausecke sieht. Es sind aber auch Krane drinnen, also es finden sich Turmdrehkrane drinnen, größere Turmdrehkrane, aber auch so Schnelleinsatzkrane, Mobilkrane. Und natürlich aus Sicht Nenzing sind wir natürlich besonders stolz, dass auch ein Spezialtiefbohrgerät, nämlich ein Drehbohrgerät, genauer gesagt ein Drehbohrgerät vom Typ LB28, mit im Spiel im Einsatz ist. Im Spiel wird der LB28 als eines von der komplexesten Geräte bezeichnet, also von der Bedienung her. Wie übersetzt man das Gefühl vom Handling von so einem Gerät richtig in das Spiel? Ein Spezialtiefbohrgerät ist in der Tat eines der komplexesten Geräte im Baumaschinenbereich, weil es ist anspruchsvoll, sowohl aus hydraulischer Sicht, aus mechanischer Sicht, aus elektrischer, elektronischer Sicht. Es sind extrem viele sogenannte kinematische Bewegungen, die abgebildet werden müssen. Auch die Anbaugeräte, also ein Spezialtiefbaugerät, arbeitet ja nicht nur selbst, es betreibt ja auch das Anbaugerät. Also je nachdem, ob ein Bohrgerät, ein Hammer, ein hydraulischer oder ein mechanischer Hammer oder ein Rüttler angebaut ist, das wird direkt aus dem Spezialtiefbaugerät gespeist und das sind extrem komplexe Vorgänge, also sowohl gerätetechnisch als auch anbindungstechnisch. Und was noch dazu kommt, die Dinge passieren ja unter dem Boden, also die Dinge passieren eigentlich in einer Welt, die man gar nicht sieht und dieses Rammen und Bohren sind sehr komplexe Vorgänge, da benötigst teilweise auch geologische Grundkenntnisse, um eigentlich das richtige Gerät und das richtige Verfahren anzubieten. Und das zeigt sich auch im Spiel, dass das nicht ganz trivial ist. Also es ist sicherlich schwieriger, ein Spezialtiefbohrgerät zu bedienen, als ein LKW schnell mal zu beladen oder zu entladen. Das Handling des Geräts ist unter der Hände der größten Herausforderungen. Und als zu Beginn der Kooperation mit Astragon war es eigentlich so, die Entwickler waren im Haus und haben mal die Geräte live getestet, weil die hatten ja auch gar kein Gefühl dafür, was da eigentlich passiert beim Spezialtiefbohrgerät. Also die saßen in der Kabine, die haben mal so einen typischen Bohrvorgang unter Aufsicht getestet, um mal zu sehen, was passiert da, wie lange dauert das, wie langsam oder wie schnell sind eigentlich die Bewegungen, um das dann sinnvoll ins Spiel zu bringen. Und das ist definitiv eine der größten Herausforderungen. Also auf der einen Seite soll das Spiel so realitätsgetreu natürlich wie nur möglich sein. Und das wollen wir auch abbilden, sind auch wir als Hersteller interessiert. Auf der anderen Seite muss natürlich auch für den Anwender der Spielfluss noch beherrschbar sein. Also deshalb ist da eine gute Mischung gefragt zwischen realitätsgetreu und doch lass uns sicherstellen, dass der Spielfluss als solcher passt. Und ich denke, der Kompromiss über die Jahre optimiert man den und den finde ich, der ist zwischenzeitlich sehr gut gefunden. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Das zeigt sich auch daran, dass die Qualität des Spiels natürlich sukzessive besser geworden ist. Es sind kleine Details, die von einer Version auf die andere immer verbessert werden. Also das Handling der Geräte, man merkt es, auch wenn wir schon viele Jahre jetzt eigentlich dran sind, das Handling der Geräte wird immer besser, immer feinfühliger, auch die Bewegungen sind immer realitätsgetreuer, auch wenn man teilweise Bewegungen schon viele Jahre im Spiel hat. Also man merkt, was da auch diese Graphic Engines bewirken, also was die können. Und es sind auch die Details im Spiel, die einfach das Ergebnis mit jeder Version noch besser machen. Sei das die verschiedenen Landschaften, die angeboten werden, sei das aber auch so die kleinen Details des Alltags. Also wenn man sich beispielsweise als Person an einer Mauer entlang bewegt, man sieht einfach, wie realitätsgetreu diese Mauer ausgeführt ist. Das ist nicht so Standarddesign. Man sieht die typischen Abnutzungen, die typischen Unschärfen in den Steinen. Also das ist sehr, sehr realitätsgetreu empfunden, bis dahin, dass das eine oder andere Blatt mal am Boden fällt oder durch die Gegend fliegt. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber extrem viel Spaß am Spiel ausmachen. In dem Fall hast du selber auch einmal gespielt. Ich habe selber schon gespielt. Ich war natürlich aktiver in den Elternversionen, um ehrlich zu sein. Also die letzten Jahre war ich vielleicht nicht mehr so intensiv beteiligt, selber aktiv als in den Jahren zuvor. Wobei wir haben einige Entwickler im Haus, also gerade aus dem digitalen Team, also jene Personen, jene Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der digitalen Lösungen zuständig sind.
Und die beschäftigen sich natürlich tagtäglich damit. Die sind ja auch im Bereich der Simulatoren tätig, also in den High-End-Ausführungen, die mit dem Computerspiel nicht mehr viel zu tun haben. Die testen das, die geben mir Feedback, die holen mich dann ab und zu an den Schirm, fragen meine Meinung, wie siehst du das? Und so tauscht man sich aus, kriegt deren Feedback, also das Feedback der Anwender, das wirklich des Power-Users. Und ich darf dann auch meinen Kommentar dazu geben. Also insofern kenne ich natürlich die Spielewelt schon etwas. Ja. Wem würdest du das Spiel empfehlen? Ich würde das Spiel grundsätzlich eigentlich jedem empfehlen. Also ich glaube, das ist sowohl für Jung und Alt ein tolles Spiel, weil es halt eine extreme Vielfalt bietet. Wobei man natürlich sagen muss, eine gewisse Begeisterung für Baumaschinen darf man schon unterstellen oder muss man unterstellen. Die sollte natürlich schon da sein. Aber ich denke, das ist fast in jedem von uns irgendwo verankert. Und so gesehen würde ich sagen, es macht fast jedem Spaß, damit zu hantieren. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank und euch allen viel Spaß noch auf jeden Fall beim Testen des Bausimulators. Vielen Dank. Merci fürs Zuschauen. Man sieht sich auf Vorarlberg Online.